Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem heutigen Mittwoch. Und ich vermute mal, hier werden wir eventuell kläglich sterben, wenn wir nicht aufpassen, wo wir hinlaufen. Oder uns immer wieder auf Zehenspitzen begeben werden und somit nichts verpassen. Ich frage mich eigentlich jetzt gerade, für was wir so Redstone brauchen. Ist auch klug, dass wir hier unten Spitzhacken mitgenommen haben. Die brauchen wir. Nicht Spitzhacken, sondern Holzgedöns hier. Da geht's nicht mehr weiter. Okay. Tralalala. Und hier kommen wir dann nach oben, ne? Oder wollen wir einfach nur graben? Weil ich will nicht da hier auf der Grundseite sein wie die Lava. Das ist mir zu extrem und zu 100% beschissen. Okay, die nächste nehmen wir hier ins Visier. Das wird hier eine lange Strecke sein. Zumal hier die gute Strecke nicht so ganz sicher ist, denn hier werden ziemlich viel über Lava schweben. Wir schweben über Lava. Ich habe Angst. Ich habe enorme Ängste. Gerade hier. Wirklich hier mit Lava umzugehen, das ist nicht das Beste. Lava ist theoretisch gegen ihn ja schlecht. Ich habe keine Ahnung, wieso ich eigentlich hier rumdudel. Das ist die nächste Frage. Wieso kletter ich hier eigentlich rum? Wow. Fick die Wand an, ey. Ich geh wieder. So, hier durch. Verpisst euch. So, mal hier hoch, Okay. Zack. Alles absichern hier, sonst werden wir hier kläglich kacke an die Dampfen, an die Dampf gehen. Und abfließen hier. Da geht's auch noch nach oben, da werden wir natürlich auch erforschen hier, was hier los ist. Und somit eventuelle Gedankensprünge mit uns ziehen oder nehmen. Aber ich glaube, hier werden wir wirklich noch lange sein. Denn ich sehe kein Ende hier. Ich sehe kein Ende hier in der ganzen Sache hier. Es geht hier nonstop weiter. Ich glaube, wir werden wirklich noch lange sein. Wir werden wirklich noch lange buddeln. Lange rumtölen. Jetzt müssen wir hier uns an der... Okay, gar nicht so Sache. Wir müssen hier uns einfach wieder mal nach oben buddeln. Und das einfach an der Wand entlang. Das geht ja klar, aber es ist einfach aufwendig. Das muss man bedenken. Es ist aufwendig, hier immer rumzutollen. Fuck it, noch eine nach. Ja. Das können wir auch machen. Natürlich, das kommt uns genau entgegen. Wir brauchen Kohle. Kohle ist natürlich das Wichtigste der Welt hier in Minecraft. Okay, denn dann so. So, ich bleib oben. Und wir haben hier uns theoretisch gesehen kurz nach oben gecheatet. Okay, cheaten ist natürlich auch nicht ganz das richtige Wort. Muss ich zugeben, das ist nicht cheaten. Und cheaten ist auch sowas, da werde ich schon mal... Ja, man kann sagen, nicht gerade böse,
Aber wenn man so in Online-Spielen oder so, wenn du zum Beispiel in Offline-Spielen irgendwo cheatest zum Beispiel oder dir einen Vorteil verschaffst, sei es irgendwas, dann ist es ja eigentlich mir theoretisch egal. Aber wenn du dann sozusagen in MMOs oder Online-Spielen dich hochcheatest oder so, ja, da ist dann wieder grenzwertig. Da habe ich so wieder den Kragen voll. Da muss ich wirklich sagen, ja, okay, wenn du das für dich alleine zu Hause machst, okay, dann ist ja gut. Aber wenn du das irgendwie sozusagen in einem Spiel machst, da mehrere Personen beschäftigt oder beziehungsweise beteiligt sind und du cheatest ohne Absprache oder irgendwas oder du sagst, ja, okay, locker kurz 1 Million oder so auf die Hand, dann ist gut. Du verschaffst dir theoretisch gesehen einen Vorteil. Das ist für mich gesehen nicht gut und ich will auch nicht gerade, ich will nicht dazu sagen, also ich will nicht sagen, es ist gut oder schlecht oder so. Aber im Grunde genommen ist es ein Vorteil für sich selbst verschaffen. Wer will das schon nicht? Ein Vorteil für sich selber. Das muss man echt mal Gedanken machen. Irgendein Spieler hat sich noch nicht gedacht, ach scheiße, hätte ich doch den, keine Ahnung, irgendwo zum Beispiel wie heißt das Ding nochmal? Sag kurz so, in City Skyline? Ja, City Skyline, nicht kurz 1 Million auf dem Konto, könnt ihr da bauen wie mir Sau oder weiß Gott was, irgendwann so eine Art. Wer hätte das so nicht gedacht oder gedenkt oder wie auch immer. Das ist einfach wieder mal typisch denken der Mensch. Mensch denkt ihr, wieso nicht irgendwie sich bequem machen und nichts dafür machen, was man eigentlich theoretisch tun müsste. Ja, es ist kompliziert. Die Welt ist kompliziert, der Mensch ist kompliziert. Es ist alles irgendwie ein bisschen scheiß kompliziert. Wir müssen endlich mal hier Holz finden. Wir müssen uns Holz beschaffen. Holz ist uns gerade sehr wichtig. Ohne irgendwie gerade hier abzudriften in irgendwas. Wir sind ja generell hier wirklich schon in ein anderes Themengebiet gekommen. Zack. Du kannst mich erzählen, dass hier oben Ende ist. Was kannst du mir nicht erzählen? Dass hier auf Stufe 55 Ende ist. Jetzt habe ich mich auch Jux hier hochgebuddelt oder was? Ah, tolle Wurst. Jetzt geht's hier alles wieder nach unten. Schön daneben halt. Du willst, wenn du so willst. Spielen, das Name Minecraft ist. Ah. Wäre theoretisch schön gewesen, da nach oben zu segeln. Aber okay. Demnach nicht. Dann gehen wir hier kurzerhand weiter. Die Frage ist nur, wohin? Drüben hat es noch Eisen. Drüben hat es Eisen. Da gehen wir kurz hin. Zack, zack. Ach, da hinten. Oh, müssen wir wieder lang buddeln. Oh Mensch, das wird wieder eine Folge hier. Angstgepeinigt eine Folge. Okay, wir haben natürlich noch eine Absicherung hier oben. Das ist natürlich auch noch super. Aber ich will sie nicht darauf ankommen lassen und hier irgendwelche Faxen machen, uns dann das Leben kosten könnten. Ach, hier ist das Ding schon. Okay. Ich will theoretisch gesehen den Ausweg finden, aber ob wir den wirklich finden, das sei dahingestellt. Okay, wo geht's? Ach, da nach oben. Da geht's noch weiter. Okay. Da buddeln wir uns einfach wieder weiter hier. Gemütlich wie eh und je geht's hier weiter. Und wie eine neue Höhle. Ein neues Abteil einer Höhle. Da waren wir schon, oder? Ein Abteil ist es ja nicht. Das ist sozusagen der Rückweg, der Exit hier. Wir haben jetzt sozusagen einen Rundgang gemacht hier unten. Einen Rundgang. Ja, schöner ging es nicht, hä? Wir haben auf jeden Fall was erkundet. Wir sind auf jeden Fall nicht gerade schlecht hier mit dabei. Mit knapp 2 Stacks. Oh,
Ach, sollen wir uns auch noch reißen? Oha, oha. Es lohnt sich hier auf jeden Fall. Muss ich es zugeben, es lohnt sich hier. Es lohnt sich hier, das ganze Ding. Wirklich. Im Grunde genommen ist es nichts weiter als irgendwie so ein Quatsch hier zu betreiben. Wow. Ach, das sind die Kinder hier. Ich dachte schon, ey, was ist jetzt los? Oh, na, danke sehr. Da geht's noch weiter. Da geht's auch noch weiter. Willst du mich verkloppen? Okay, wenn es hier weitergeht, natürlich, dann... Hui! Und ich habe schon wieder den ganzen Überblick verloren. Ach, da sind wir reingegangen und hier rausgekommen. Okay, du... Okay, und wo geht's denn hier lang? Cool. Nein, nicht mit dem Schwert. Das Schwert ist hier ungenügend oder ungeeignet, kann man sagen. Ein Schwert hier ist ja fast wie Cheaten. Und Cheaten ist ein Vorteil verschaffen. Und da muss ich auch mal sagen, ich glaube, diese Folge ist noch nicht draußen. Aber ich kann es jetzt schon mal vorab sagen, sozusagen Secret Info. Bei der Aufnahme von Monty Python, Ritter der Kokosnuss, kam ich nicht weiter. Und habe mich sozusagen nach, mit einem kuriosen Cheat nach vorne gecheatet. Denn das Umbringen des Hasens geht irgendwie nicht so ganz. Ich habe im Internet gesucht irgendwie und habe dann ausprobiert und getan und so, aber irgendwie funktioniert da gar nichts nach Anleitung oder so. Und habe mich dann wirklich gesagt, ach komm, du willst was bieten, du willst ja nicht Langeweile verbreiten hier. Und das ging gar nicht irgendwie, dass ich ausprobiert habe. Ich habe es natürlich nicht mit euch ausprobiert. Und da hier seht ihr es einfach nicht. Ich muss mir das dazu noch überlegen, ob wir es dann noch so weiterführen oder einfach lassen sollen. Weil es ist echt ein geiles Game, was wir da bei Folge so zwischen. Ja, ich glaube, es war Folge 5 oder so. Nee, Folge 4 oder Folge 3. Auf jeden Fall aber irgendwo Jungfrauen schlagen damit dabei. Ein Spiel, das Jungfrauen schlägt. Ist generell komisch. Aber nun ja, nichts weiter dabei. Jungfrauen schlagen geht auf jeden Fall klar. Nein, natürlich nicht. Generell schlagen oder Gewalt ausüben, sei es an Männer oder und Frauen, das geht einfach nicht. Das ist nicht zumutbar. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ja, die nächste Folge ist auch gleich wieder, ja, schnell. Nächste Folge ist gar nicht mal so fern. Fuck die Henne. Tschüssi. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube, hier waren wir wirklich schon. Und wir haben hier was ausgebuddelt oder hinten Steine hingeschmissen. Oder hinten, das waren wir auch schon. Da waren wir auch schon, da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Jetzt sehen wir uns an den Steinen an, wo wir schon waren und wo wir nicht waren. Hier waren wir noch definitiv nicht. Das ist, kann gut oder schlecht sein. Das, spricht Gott darüber. So, dann aber hier. Schön gemächlich können wir jetzt hier unser Eisen abbauen, das auch schon zu Ende ist. Und wohin geht's hier? Ins Nichts. Okay, das war eine kurze Reise. Und die kurze Reise wird ja auch hier wieder vorbei sein, denn wir sehen uns in der nächsten Episode. Ach, okay, war nichts. Liebe Freunde, ich glaube, das war's heute schon wieder. Am heutigen Mittwoch, das ging wieder schnell hier. Und sehen wir uns dann. Oh, ich glaube, es ist wirklich genügend hier mit mir. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder am Donnerstag um 15 Uhr, liebe Freunde. Tschüss, bis morgen.